Und somit herzlich willkommen zur nächsten Mod-Vorstellung mit mir, der Sachsen-Netzplayer. Wir gucken uns jetzt den Steyr 8080 Turbo an V1.6 mit einer maximalen Leistung von 72 PS, 35 Euro Unterhaltskosten am Tag, dem Baujahr 1990 und insgesamt 10.522 Betriebsstunden auf den Kessel. Steyr-Fan ist der Ohrmodder, Chrisu 118 hat das für LS13 gemacht, Nordic Line. Activision Team, schieß mich tot. Ja, egal. 18.000 Euro einmalige Anschaffungskosten. Und dann schauen wir uns den Steyr mal an. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich von den Steyr jeweils die 1.0 Version getestet habe oder ob das jetzt die erste Version ist. Tut mir leid. Aber auf jeden Fall wurde hier einiges laut Motorhosterlog verbessert. Unter anderem das Fahrverhalten, das Nummernschild wurde entfernt. Gut, hier hinten ist ja eins dran, vielleicht wird es vorne entfernt, je nachdem. Und ja, ein paar Hinweise etc. Aber wir schauen uns den Mod einfach mal so an, als wäre er gerade frisch rausgekommen. Vom Grundmodell her, beziehungsweise von der Textur, ist das soweit in Ordnung. Ist zwar hier alles ein bisschen sehr verpixelt, wenn man näher rankommt, aber das geht soweit. Räder sehen soweit in Ordnung aus, da gibt es nichts zu meckern, ist genauso wie hinten und vorne. So, dann haben wir hier ein schönes Hinweisschild: Achte auf dein Kind. Ja, also wenn hier die Pippi davor sitzt, dann, wenn es geht, nicht Gas geben. Motorsound geht soweit in Ordnung. Auch der Innenbereich geht soweit okay. Man kann auf die Armaturen auf jeden Fall erkennen, hier was gemeint ist. Lenkrad bewegt sich auch. Dann kommen wir auch gleich mal zu den Funktionen. Wie immer, über Numpad 1 können wir die Rundumleuchten anmachen. Das ist mal eine ganz neue, Rundumleuchte, habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, sieht an sich jetzt nicht verkehrt aus, aber naja, egal. Mit der Taste, Numpad Nummer 8 können wir das hintere Arbeitslicht aktivieren. Mit der Taste Numpad Nummer 5 das vordere Arbeitslicht. Mit der Taste F ganz normal das Fahrtlicht. Mit der Taste Numpad Nummer 6 können wir das Heckfenster öffnen. Um ein bisschen frische Luft in den alten Kasten reinzulassen. Über die Taste Numpad 0 können wir die Rückfahrtkamera aktivieren. Es wurden hier auch echte Spiegel mit angebracht, links und rechts. Das kann sich mit der Rückbordkamera sehr gut kombinieren. Und den ELS-Limitierer über die Taste Bild hoch, Bild runter. Kommen wir dann auch gleich mal zur Fahrphysik. Ihr seht erstmal hier kurz nebenbei zum Testen, die Spiegel funktionieren. Die Fahrphysik wurde ja an sich schon mal soweit getestet. Lichttrip ist logischerweise auch verbaut. Ich wollte das nicht jedes Mal erwähnen, ist ja eigentlich fast Standard. Ja, wie ihr seht, sind Spiegel dementsprechend mit angebracht, sie laufen auch soweit. In Echtzeit, wir haben hier eine Maximalgeschwindigkeit von 35 bzw. 36 km/h. Mit den Bordschränkkanten, ja, das hatte ich erst beim Testlauf gedacht, okay, das ist nur so, aber da tut er sich ein bisschen schwer, der kleine Lümmel. Also, bitte schräger Buffern, dann klappt das Ganze auch. Ansonsten sehen wir hier im Innenbereich, da wird uns die Speed und die Umdrehung pro Minute sogar angezeigt. Das ist eine nette Sache. Wie gesagt, mit 36 km/h ist das ganze Schmuckstück schon etwas langsam, aber wie gesagt, eher nachempfunden. Von daher gibt es also an sich nichts zu meckern. Der Lock ist hier soweit auch fehlerfrei. Man schaue sich bitte die letzte Zeile an. Lädt alles ohne Probleme. Jetzt muss ich das ganze Ding auch noch zurücksetzen, weil ich so blöd war und das gegen die Wand gefahren habe. So, also an sich ein netter Mod, der lockfehlerfrei ist und für Fans dieser Marke ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Wollt ihr euch der harte Mod downloaden, Link in der Videobeschreibung, wenn wir bedanken bzw. Verbesserungsvorschläge für die V2 da lassen oder. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Mod wieder. Bis dann, Leute, haut rein.